Herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4 Folge 50. So, die Mutter hat sich gerade ins Bett gelegt noch. Der Vater ist schon wach. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch 800 Dollar. Was investieren wir die denn mal? Schon mal hier eine zweite Lampe. Das, die kostet 150. Ich dachte, die wäre was günstiger. Noch eine Pflanze für die Ecke nehmen wir mal. Dieses hier. Ist doch schön. Was, da stellen wir mal hier, weil können wir noch eine gut. Wir machen mal das Gitter, so eine kleine Zweier-Couch. Schon schön. Was kostet hier die? Gibt's die? Passt die farbliche rein nicht wirklich. Gibt es in keiner schöner Farbe die vielleicht? Ach nicht, dann nehmen wir hier die. Diesen Beige-Ton. Das ist doch okay. Jetzt, das müssen wir mal eben mit. Nein, ich habe jetzt den. Ruf optisch nichts an. Ich mal eben. So, zack. Nehmen wir hier in die Ecke diese Billo-Vase. Drehen. So. Hier würde ich gerne einen Spiegel hinhängen. Gibt es so einen günstigen, länglichen? Perfekt. Perfekt. Es kommt langsam, Schritt für Schritt. So, der muss erstmal duschen und was essen. Dann muss die Frau eben aufstehen, weil die schlafen ja wie so voll. Und was kochen? Level 5. Dann müsste die, ja, die Gourmet-Fähigkeit schon haben. Um hier Joghurt-Parfait mit Früchten. In der Partygröße, bitte. So, das Kind. Wie weit ist es hier mit. Oh, das haben wir also auch geschafft. Das Kind hat einen guten Ruf, obwohl es unbekannt ist. Ich würde eigentlich. Ach, hier. So kreativ, körperlich, sozial begabt. Wie gesagt, sobald wir das Haus komplett fertig haben, und das dauert halt noch ein bisschen. Leider. Hier, man sieht halt, der Büro, da muss noch ein anderer Computer hin, noch ein bisschen Dekoration. Als einziges Thema, was schon fertig ist, das Kinderzimmer, die Küche, das hier, das Bad, hier Wohnzimmer, ist halt auch noch gar nichts gemacht, der Außenbereich. Aber sobald der Geldbaum gewachsen ist, ernsthaft, angeblich ist der okay, angeblich sind da Früchte, weil wenn ich alles verkaufen, kriege ich 12.000, ja Leute, das ist doch gut. Ich habe irgendwie gedacht, der dauert noch was länger. Geh jetzt nicht und sag, telefonier mal mit. Er kennt keine Sau. Er kennt echt niemanden. Dann spielen. Hier joggen. Gehen mit dem Hund. So, das Kind kann noch was schlafen, geht danach auf Klo und danach braucht es Spaß. Und soll das hier einfach mit dem Roboter spielen. Ah, während die Mutter das Zeug schon irgendwie fertig hat und ich das noch in den Kühlschrank stelle für sie, weil
das komischerweise da oben hingestellt hat, wo die eigentlich tickenfrei sind. Komisch. Aber das ist so gut jetzt, weil dann können wir das Haus, glaube ich, fast komplett mit einrichten. Das ist richtig gut. Dann kann ich direkt schon mal den Sheet mit dem Gameplay unlock. Moment, noch. Oh, jetzt habe ich mich wieder verschrieben. Irgendwie kriege ich es nie hin. Perfekt. Das ist wieder. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier eben das Home Fitnessstudio fertig. Da wollten wir nämlich noch einmal dieses hier. Oh, 3 Riesen kostet das. Ich glaube, dann nehmen wir das etwas günstigere. Dann ballern wir da so ein Dreifachspiegel dran. Wer ist der denn? 900. Und hier in die Ecke noch so 2 Sitzmöglichkeiten. Weichgepolsterter Stuhl. Oder ich weiß nicht. Ich glaube, wir stellen da lieber sowas hin, auf dem wir jetzt ein bisschen Deko sitzen, wie diese Dinger hier. Die kosten nämlich nur 100. Das könnten irgendwelche Trophäen, sind halt Trophäen von der Fahrt von der Karriere. Und der hier ist auch billig, der kann da auch noch drauf kommen. Weil hier die kosten richtig viel Geld, die großen coolen Pokale. Weil die sind okay, dann stelle ich den hier direkt nochmal drauf. Damit da ein bisschen was draufsteht, das, sonst ist das so Gott. Hier unten kommen nur noch so hin. Fertig. Die Farbe passt nicht. Ich weiß, geht nicht. Ich muss in den Rauch gehen. Gut. Ja, was mache ich? Ich mache Badezimmer hier. Eben eine Dusche. Da können wir jetzt hier die gute nehmen. So, jetzt können wir ein bisschen Dekoration anbringen. Bei Bademäntel hin. So. Geh mal eben weg. So, hier, das sieht besser aus. Dann sowas hin. Diese Kerzen kommen dahin. Hier sind die Pflegeprodukte, oder? Deos für Männer, Nagellack, Damenparfüms. So. Und ich glaube, der Teppich muss etwas größer. Ja, dann sieht das auch noch mal perfekt. Die Sachen sind teuer. 3000. Das heißt, wir können nur dieses hier nehmen. Das passt auch hier genau rein. Perfekt.
noch Sitzmöglichkeiten. Ja, die Couch ist hässlich. Irgendwie gibt es da keine schöne Farbkombination von. Ist auf alle Fälle nur eine Zweier-Couch und irgendwo hier die hier. Ja. Noch ein kleines Beistelltischchen. Eine Beleuchtung für so generell Lampen bräuchten wir in dem Zimmer auch noch. Hier, zack. So. So, hier auf das Ding muss auch noch ein bisschen Deko hier. Kostet nicht viel. Das, die kostet auch nichts. Alles, was an Deko nicht so viel kostet, ist gut für uns. Hier so Bilder hin. Das einzige Bild kommt noch. Diese Fackel, die passt noch perfekt ins Sportzimmer. Die hat auch was mit Sport zu tun und die ist auch günstig. Ja. Vielleicht eine kleine Blume. Ups. Verklickt. So, hier muss ein Bild an die Wand. Nehmen wir dieses süße Kätzchen, das kostet halt auch nicht viel. Das müssen wir, wie gesagt, auch immer. Hier. Dieses kommt dahin. Irgendwie fällt mir dieser Raum so gar nicht. Das ist echt schlimm. Hier kommen auch erstmal Lampen hin, natürlich hier in das Zimmer auch, hier auch, hier auch und hier auch. Irgendwie finde ich, sind diese Läufer da voll fehl am Platz. Mach die mal eben weg. So, die füllen mehr Boden irgendwie. Was sind hier? Boah, hui, ja. Nur 1000 Euro schon, das geht schnell. Da hat gerade eine Tür geknallt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Hier ist halt die Ecke mit für den Hund. Ich bin mit diesem Flur echt nicht zufrieden. Für das Geld kann ich draußen, glaube ich, noch eine günstige Sitzgruppe platzieren. Moment. Der hier, diesen Stuhl. Tisch meinte ich mit den Schirmchen. Ganz weiß, nein. Schwierig.
Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, wir nehmen den hier. Mit diesen Stühlen. Naja, mit schwarz. Stühlen und weißen Kissen. Gut. Steht da auch schon mal was. Ich glaube, das vom Grill her passt hier der. Passt hier wieso nichts drauf. Außer vielleicht hier der in die Ecke. Der hier ist ja auch so groß hier in die Ecke später. So. Hier noch ein bisschen Dekokram da drauf. Hier so was. Und so was. Ist ja okay. Fehlt was. Weiß nur noch nicht was. Großer Geschenkbär. Stell Aquarium. Ist ein bisschen altmodisch. Für mein Haus. Eine Kamera? Preiswerte stationäre Kamera. Stationäre Kamera. Ja, ich glaube, das ist hier im Wohnzimmer. Weil das. Wo ist es denn jetzt? So war? Nee. Ah, ich glaube, das war hier die. Aber so kann ich da. Ich hänge da ein schmales Bild hin. So was hier. Das ist schmal. Perfekt. Mit diesem Flo bin ich so noch nicht irgendwie. Nie weiß ich nicht. Wenn ich in dieser Flo bin, keine Freunde. Das weiß ich jetzt schon. So, leg schon mal ein paar. Dann ist hier der Pool und hier so nochmal ein ordentlicher Sitzbereich. Da ist dann so der Weg hier zu dem Observatorium. Geldbaum. Der uns die Kohle bringt. Oh. Gut. Wir haben im Flur noch keine Tapete. Aber wir haben auch nur noch 53 Simoleons, also ups, wird das nichts. So, jetzt spielen wir noch mal eben. So. So, wir sind echt gut vorangekommen. Also, ich würde fast sagen, oben ist auf ein paar Kleinigkeiten im Büroraum. Ist eigentlich abgeschlossen. Eigentlich. Aber das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Sims 4. Wir haben halt viel gebaut jetzt dadurch, dass wir das Geld haben, bekommen haben durch den Geldbaum. Aber das ist wohl nicht schlimm. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und viel Spaß. Tschüss. Oh, verdrückt.